Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Destiny von mir. Ich bin Currywurst und in diesem Video zeige ich euch mal das lächerlichste Team, was ich jemals gesehen habe. Ohne Mist. Warum öffentlich? Alles klar. Wundert euch bitte nicht wegen der roten Leitung, das ist gerade, weil ich gerade im Hintergrund ein Video hochlade. Ist also ganz normal, aber es leckt zum Glück nicht. Dieses Team, gegen das wir jetzt spielen werden, das ist einfach ein Fünfer-Team voller Lappen. Ich will, was? Zu dritt? Wir spielen jetzt nicht zu dritt gegen sechs. Gegen, ernsthaft jetzt? What the fuck, Alter. Na, das wird lustig. Ich verrate mal noch nicht so viel, warum das Gegnerteam Lappen sind. Ihr werdet es dann sehen im Laufe des Spiels. Ihr werdet es definitiv sehen und glaubt mich. Ich verspreche euch hier nicht zu viel. Also das sind wirklich die größten Lappen. Aber, ja, und da geht's schon los. Unterdrücken, Snade. Was anderes können die nicht. Wir haben die gerade übelst gefickt. Aber jetzt, 3 gegen 5. Naja, gut. Das wird, denke ich mal, eher nichts. Diese Range von denen, ne? Guckt sie euch an, Alter. Die T-Baggen auch noch. Kommt da mit Schrotflinte und T-Bag. Na, ich will mich mal jetzt nicht aufregen. Ich will euch einfach nur das mal zeigen, dass das einfach mal richtige No-Hands sind. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr auch der Meinung seid, dass das No-Hands sind oder keine Ahnung. Habt ihr es gesehen? Was war das für eine Waffe? Boshafte. T-Bag ich mal zurück. Ach, scheiße. Das wird jetzt natürlich ein scheiß Gameplay, weil ich wenig Kills machen werde, denke ich mal, weil es einfach 3 gegen 5 und die sind auch nur im Einsatztrupp und spielen alle noch schön an den, schön alle zusammen, alle auf einem Fleck. Guckt euch das mal an, hier ist niemand auf der ganzen Map, da ist einfach kein Gegner, ich kann hier stehen bleiben 5 Minuten, da wird mir nichts passieren. Die hängen alle zusammen rum. Die kämpfen alle. Ich wette, ich weiß auch wo die kämpfen. Hier vorne im Gang, schön im Nahkampf hätten. Ja. Das war mir so klar. Aber keine Ahnung, gegen die kann man nicht viel machen. Ich sag euch auch warum. Nee. Ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Lo! Digga! Was war denn das? Also, die Verbindungen, ne? Das ist schlimmer als im Eisenbahner. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gerade an mir liegt, weil ich ein Video hochlade, oder ob es die Gegner sind. Ich kann es leider nicht sagen, ich wüsste es gerne, aber Alter, wie viele Schüsse braucht der denn? Guckt euch diese Lappen an. Es ist nicht mehr normal. Ohne Mist, ich habe sowas noch nie gesehen. Es ist mir noch nie passiert, sowas. Und ich spiele jeden Tag stundenlang Destiny seit 2014. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Ohne Mist. Ich entschuldige mich bei jedem, den ich jemals als Lappen bezeichnet habe. Das hier sind Lappen. Ohne Mist. Da bekommt das Wort No Hand direkt einen neuen Begriff. Guckt euch das an.
Nur Haftgranaten, was können die denn bitte? Jetzt kommt er mit Shotgun. Dieser No-Hand. Verpiss dich doch mal. Ich will mal wissen, was der macht. Guckt euch das an, mit der Pumpe in der Hand. Kennt ihr überhaupt den Begriff Primärwaffe? Alter. Hier hinten stehen die ganzen Bubbles. Ja, genau. Verpiss dich in deine Bubble, Alter. Ohne Mist. Der kommt nicht raus. Das ist doch nicht normal, Alter. Ich wette, hier unten bei der Heavy steht jetzt auch schon eine Bubble. Das ist krank. Guckt euch das an. Das ist nicht mehr normal, Alter. Das. Nee. Nee. Krass. Das sind die. Nee. Ich finde gar keine Worte dafür, Alter. Muss jetzt sein. Könnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Guckt sie euch an. Guckt ihr. Guckt. Das ist nicht mehr normal, Alter. Ich finde keine Worte dafür. Wir sind einfach immer noch in der Unterzahl, Alter. Keiner. Hier alle mit der Boshaften. Schönen Segen des Lichts reinhauen und Boshafter, ey. Haben wieder die ganzen Pumpen-Warrior. Was kannst du eigentlich? Normalerweise lade ich ja nie spontan irgendwelche Gameplays hoch, aber das muss ich einfach hochladen. Ich wette, ihr habt noch nie solche Lappen gesehen. Das ist doch nicht mehr normal. Ohne Mist, ich glaube, alles, was ich bisher in Destiny gesehen habe, waren keine Camper. Das sind Camper, aber das ist doch nicht mal normal, Alter. Was ist denn los mit denen? Wenn die aus ihrer Bubble rauskommen, dann mindestens zu zweit. Sorry, dass ich mich jetzt hier so aufrege, aber guckt ihn euch an. Was kannst du eigentlich? Das ist, guck, alle vier! Vier Leute! Naja, es reicht mir jetzt. Ich denke, ihr habt gesehen, dass das die größten Lappen sind, die es gibt, Alter. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, ich werde mich nie wieder über Camper aufregen. Also, sowas habe ich auch noch nie erlebt, ne? Ohne Scheiß. Heftig. Schön auf KD spielen. Alter. Ja, keine Ahnung, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Ich glaub's nicht. Ich finde dafür keine Worte. Ich habe sowas Lächerliches noch nie gesehen, keine Ahnung. Bin ich eigentlich wenigstens Rang ab, aber wenigstens was. Na gut, also ich hoffe diesmal, es hat euch nicht gefallen, das was ihr gesehen habt. Ja. Ansonsten bin ich an der Stelle raus. Ich bin sprachlos. Auf den Schock.
keine Ahnung. Vielleicht mal eine rauchen oder so, also ne. Naja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es nicht gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, ich hole mir jetzt noch meine Godrow Longbogen-Synthese. Versteckte Hand, Lebenserhaltung, Schnappschuss, Kurzblickvisier. Die kriege ich nämlich jetzt. Auf jeden Fall. Habe ich Platz? Jo. Nice. Ich habe übrigens noch eine bessere Wermut bekommen. Also, beziehungsweise, was heißt bekommen? Ich habe mir die gekauft. Die ist irgendwie viel geiler als die alte. Ja. So. Also, Lord Shax, ich liebe dich, mein Freund. Du mich doch auch, na, dann beweis mir mal deine Liebe. Ich hätte gern einmal bitte Langbogen, Lebenserhaltung, Snapshot, Kurzblick und Hidden Hand. Vielen Dank, danke sehr, du bist mein Freund. Ach, fick dich. Gut, okay. Ja, meine Hoffnung in Lord Shax ist gestorben, meine Hoffnung in Camper. Ach, was weiß ich. Ja, gut, dann würde ich sagen, bin ich an der Stelle raus. Bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut da rein und ciao.